So, weiter geht's mit Assassin's Creed Syndicate. Und wir machen heute ein bisschen... wir machen heute wieder mal ein bisschen was an Nebenmissionen, weil viel ist es ja eh nicht mehr. Dann haben wir die Themse bald auch erobert. In der letzten Folge gesagt, ich glaube, da sind wir auf den Boss getroffen. Aber da war sie mir dann mit der Kutsche ein wenig zu schnell weg. Sonst hätte ich sie gehabt. Aber wie gesagt, heute machen wir die Templerjagd hier oben. Mal gucken. So, die Helix-Glitch, den Helix-Glitch hier nehmen wir mal mit. Da ich nicht so ganz drin bin in Assassin's Creed, auch wenn ich Bock auf dieses Spiel habe, dachte ich mir, muss ich mal überlegen, was genau diese Helix-Glitches machen. Ich könnte mir mal gerne in die Kommentare schreiben, dann mal gerne anmerken, was das genau ist. Oder was die mir jetzt bringen würden. Oder eigentlich war das anders geplant. Weil ich wollte eigentlich da hoch an die Dings. An die Brücke. Na gut, das kriegen wir hin. Ich gehe trotzdem schon. Ich muss mal gerade gucken, ob ich hier, wie die Fight-Präsenz da hinten jetzt aussieht, wie dieser Templerjagd. Und ich treffe meine nächste Folge dann schon direkt auf den Big Boss. Ein Ziel von einem Polizisten töten lassen. Nicht wirklich. Ja, herzhaft, du gehst jetzt baden. Ja. Ah. Und jetzt muss ich da raus, oder was? Level 3 bist du. So, jetzt verschwinde ich hier. Ich werde mir jetzt kurz noch die Kiste hier holen. Die hier muss irgendwo eine Kiste sein. Und dann verschwinde ich hier aus dem Gebiet. Wo ist denn die Kiste? Oh, die ist halt hier. Oh, ist sie hier drin oder was? Ach, die ist da oben. Na, man weiß doch eben kurz. Das alles für eine scheiß Kiste, weißt du? Perfekt. Level 9. Na, super. So, Aufgabe erledigt. So, dann haben wir das erledigt. Dann haben wir Templerjagd auch die Themse weg. Zumindest, glaube ich, meines Wissens haben wir sie jetzt weg. Oder haben wir sie noch nicht ganz? Kämpfen sie um die Eroberung der Themse. Doch, da oben. Genau, hier ist noch South Park. Aber dann machen wir erstmal die Schnellreise da hoch. Dann machen wir heute den Fight um die Themse. Dann hoffe ich, dass ich das ohne Probleme jetzt hinbekomme.
Jetzt wollen wir mal kurz mal Zielpunkt mal setzen. Weil wir müssen dorthin. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, da müssen wir hin, genau. Okay. Schau mal auf diese Brücke da oben oder so, ne? Ne, da drunter. Das ist ein Gemeinschafts-Helix-Glitch, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, diese goldene. Ich frage, ob das für ein Multiplayer oder sowas ist. Ja, ich hab, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ob das ein Multiplayer gibt bei dem Spiel, ich weiß es nicht. Ich spiele wahrscheinlich nicht mehr so viele. Gut, also mein Ziel ist es jetzt, wie gesagt, als nächstes den Bossfight hier rauszuhauen. Heute noch. Gut. Ich trage mal plündern noch eben die Jungs. So. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Wir treten in einen Kampf um dieses Revier gegen die Bleiters an. Dann machen wir das heute. Miss Edith Swinburne ist mit den Bedingungen einverstanden. In diesem Bandenkrieg ist alles erlaubt. Ihr kämpft um die Vorherrschaft auf der Themse. Okay. Viel Glück. Gucken wir mal, was uns jetzt erwartet. Was wir machen müssen. Level 5 auf jeden Fall. Die puste ich jetzt schön einfach mal mit Adrenalin oder so. Ui, wir haben einige Gegner. Können wir mit den Jungen? So. Die alle, die kriege ich noch. Die hat sowieso nichts zu melden mehr. Die hat volle Power gerade gegen mich. Ah, geschafft. Wir haben es geschafft.
Die haben sogar uns. Ladies and gentlemen, wir sind Jacob und Evie Fry. Und von diesem Moment an arbeitet ihr alle für uns. Yay. So, die Olla Mauer erledigt. Damit gehört uns die Sequenz 8 haben wir freigeschaltet. Oh, cool. Neue Sequenz frei. Aber das ist jetzt nicht das so große Ziel. Das ist Trend Level 8. Ja, wir brauchen halt ein paar Level noch. Aber wichtig ist, dass erstmal hier unten dieses Gebiet weg ist. Also Themse und Hauswerk müssen wir noch erobern, das ist klar. Ja, dann machen wir nämlich hier nämlich einen kleinen Cut. Dann hüpfe ich hier kurz rüber. Und dann machen wir oben weiter mit dem nächsten Teil, mit der nächsten Hauptmission. Also das habe ich ja gesagt gehabt, wenn wir das jetzt fertig haben. Wir brauchen nämlich Level 6, um halt die Möglichkeit zu haben, den Boss von Southwark noch zu holen. Das kriegen wir schon irgendwie noch hin. Wenn wir das nämlich haben, gehört es uns. Dann nochmal auf Southwark. Dann haben wir die Themse und dann nochmal Lambeth. Also da haben wir drei Stadtteile. Und dann können wir, wie gesagt, jetzt ein bisschen nach und nach mit der Hauptmission weitermachen und uns dann hochleveln. Und dann können wir dann irgendwann weiter uns ein bisschen nach oben reinarbeiten. Und das ist halt, wie gesagt, die großen Ziele. Und dann machen wir jetzt trotzdem Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed Syndicate. Und dann geht's weiter mit der Hauptmission, die jetzt gleich zu unserer Seite befindet. Ich muss gerade gucken, wo sie ist. Da unten. Okay, dann machen wir das. Das ist das nächste, also quasi die hier. Nur der Stärkste überlebt, heißt die Hauptmission. Bis dahin und tschüss.